ihr Lieben, erst einmal gibt es ein neues Lied von Avicii. Der ist ja leider verstorben, was auch echt traurig ist. Vor allem super Künstler. SOS Fan Memories Video featuring Ello Black. So ein cooles Lied, wirklich so schön und auch von Fans gemacht eben. An die an Erinnerung an Avicii. Ja, das höre ich mir jetzt gerade an. Ganz toller Song. Wer es noch nicht kennt, kann es ja bei YouTube sich reinziehen. Auf dickster Pop heißt gerade. Auf jeden Fall mache ich mir gerade Kartoffelgesichter. Habe ich mir mal bei Rewe bestellt. Bin gespannt, wie die schmecken. Esse ich wahrscheinlich mit Ketchup. Sehr einfallsreich. Was schnell geht. Übrigens, meine Augenbrauen habe ich gestern angemalt. Deswegen sind die immer noch so ein bisschen farbig. Ne? Ich habe ja sonst nicht so kräftige Augenbrauen. Aber ich mache es manchmal so just for fun. Ihr wisst ja nicht immer. Also ich mache den auch nachher wieder weg, die Farbe. Falls ich mich nachher mit jemandem treffe. Vielleicht mache ich die wieder dran, ich weiß es nicht. Ich mag mich, wie ich bin, auch nicht mit angemalten Augenbrauen, aber ich dachte so, ein bisschen unterstreichen kann man ja. Aber ist nicht schlimm, wenn sie nicht so stark angemalt sind. Gut, Leute, das wollte ich euch alles gar nicht sagen, wie immer. Ihr Lieben, ich probiere jetzt in Grüntee-Litschi-Extrakt. Grüntee-Litschi-Geschmack. Riecht nach Litschi und Grüntee. Ich bin so gespannt, wie es schmeckt. Oh mein Gott, jetzt kommt's. Jetzt kommt die Probe. Ja, lecker. Gott. Also ich kann schon mal nicht Werbung machen für ein Getränk. Mein Gesicht dabei. Katastrophe. Also nochmal. Schmeckt sehr gut, doch wirklich. Sehr, sehr lecker. Sehr empfehlenswert. Schmeckt sogar besser als Cranberry-Himbeere. Cranberry-Himbeere ist ein bisschen ungewohnt, weil ich halt nicht so viele Cranberries esse oder generell kein Cranberry-Esserin, keine Cranberry-Esserin bin. Aber Litschi und Dings schmeckt echt gut. Grüntee. Was ich euch noch erzählen wollte, gestern waren wir Mädels, Nathalie, Natascha, ihre Schwester und ich im Film After Passion. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich wusste nicht, worum es geht, außer dass es ein Liebesfilm ist. Ich fand den Film schon recht gut. Also die Schauspieler sind sehr hübsch. Das Mädel, wie auch der Typ, also die beiden Schauspieler sind, die Hauptdarsteller sind wirklich sehr schöne Menschen, sehr schön anzusehen. Besonders der Typ, also total mein Fall. Milchbubi, Jung, Schönling, ihr wisst ja, ich stehe auf solche Männer immer noch und ja, schon heißer Kerl. Auf jeden Fall schöner Liebesfilm, sehr süß, sehr schön. Ich mag so College-Highschool-Filme, auch wenn ich schon aus dem Alter in Anführungsstrichen draußen bin, mag ich immer noch solche Filme sehr. War halt sehr schnulzig, sehr wenig Action. Mein Fazit dazu, schöner Film, kann man sich mal anschauen. Ich bin aufs Buch gespannt. Ich will das Buch unbedingt lesen. Ich werde wahrscheinlich den ersten Teil, den zweiten, dritten, ich glaube drei Teile gibt es davon, werde ich mir auf jeden Fall durchlesen. Ich bin sehr gespannt, wie die Bücher so sind. Aber der Film ist schon schön. Also gerade für die jungen Frauen da draußen ist bestimmt ein sehr interessanter Film. Ich würde gerne mal Fazit von euch Mädels kriegen oder jungen Frauen da draußen, die so in meinem Alter sind. So sagen wir mal Mitte 20, Ende 30. Bin ich Ende 30? Mitte 20, Anfang 30. Also ja, sagen wir mal alle Mitte 20 und aufwärts, wie ihr den Film fandet. Wart ihr auch in After Passion? Fandet ihr ihn gut? Oder sagt ihr euch so, nee, doch ein bisschen zu schnulzig? Also, da war halt wirklich wenig Action dabei. So war das echt ein toller Film und süß und romantisch. Und, aber da ist eher so 50 Shades eher was für mich so, weil ich, ja, ist eher was für Erwachsene. Gott, wie das klingt. Aber es ist ja halt eher so für Jüngere, glaube ich, dieses After Passion. Aber ich bin gespannt aufs Buch. Ich werde das Buch auf jeden Fall lesen. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo. Ich bin mit Insta so beschäftigt, ich komme ja zu gar nichts. Aber auf jeden Fall, kennt ihr das, wenn man so ein bisschen Lust hat, abends was zu machen, aber so andererseits so total faul ist und keinen Bock hat, irgendwas zu tun? Also bei mir ja normal, ne? Aber ich muss auf jeden Fall jetzt noch später duschen gehen. Deswegen, ich war noch nicht duschen. Real und so, ihr wisst Bescheid. Ich gehe nämlich nachher noch ein bisschen auf dem Crosstrainer steppen, also ich bewege mich nachher noch etwas auf dem Crosstrainer, habe ich mir vorgenommen, so 20 Minuten, eine halbe Stunde mal gucken und dann gehe ich duschen. Einen schönen Abend euch, ihr Lieben, ciao!
kann man denn am besten Sport machen, Leute? Indem man coole Musik hört. Ich mache jetzt Sport, 20 Minuten. Ich habe euch gesagt, ich mach's, also mache ich's jetzt. Und dann gehe ich duschen, endlich. Und dann muss ich gucken, ob ich mich style und richte und so, ne? Also, bis dann.